Hallo meine lieben Bird Rider, hier ist wieder euer Lensquid, hier ist Final Fantasy 7 und wenn wir schon hier im Menü sind, lass mich mal ganz kurz gucken. Die Tifa Lockhart, was hat denn die für hier Dingis? Chakra. Damit kann er sich selbst heilen, ach so, und Eis auf Stufe 2 und Autovita. Autovita finde ich super gut, aber Chakra. Come on. Ne. Nicht, wenn wir auch Glut. Warum nicht Glut? Wie Glumanda. Kann er jetzt auch sie Glut? Ah ja, genau. Wir haben ja... Ich muss wirklich jetzt mal durchgucken. Wir haben ja zum Beispiel auch... Ah ja, guckt mal hier. Guckt euch das mal an. Ich meine, die Werte sind schlechter, aber dafür mehr Slots. Nehme ich mal. Nee, das ist mir egal. Aber rüsten wir wirklich mal ein bisschen unser Team auf, ne? So, Cloud, was kriegst du denn noch? Was hast du denn schon? Du hast Glut, Gewitter, Analyse, Luft. Glut, Gewitter, könnte man schon auch mal Heilen noch dazu packen. Oder Heilen ist nie verkehrt. Barrett, für dich haben wir doch vorher eine neue Waffe gefunden und ich habe gar nicht dran gedacht. Mein Gott, schießt der damit dann auch anders wirklich? Wahrscheinlich, oder? Interessant. Sieht eher aus wie so eine Trommelmagazin-Kanone, oder? Ich weiß nicht genau, der hat da ein Trommelmagazin in der Mitte. Also für mich sieht so aus und hinten nochmal so zwei Standardmagazine. Sieht auf jeden Fall wie eine krasse Granatenwerferartige Wumps-Wumps. Waffe. Rums-Bums-Waffe aus. Interessant, interessant. Ja, ja, der Sternenreif hat echt keine guten Werte, aber zwei Slots für Materia nehmen wir. Und hier kriegt er... Der hatte noch gar nichts. Ich hab... Also, das geht ja gar nicht. Ein Amulett, in dem die Hoffnung so hell wie der Mond am Nachthimmel zu funkeln scheint. Verringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter sich nicht aktiv gesteuert wird. Okay. So, du hast Gewitter und Heilen. Was haben wir denn noch? So viel Auswahl habe ich zurzeit gar nicht mehr, ne? Dann nimm mal Wiederbeleben. Dann haben wir einen Wiederbeleber im Team. Das kann nicht schaden. Und meinetwegen Barriere oder so. Die eine Magie, die wir nie benutzen werden. Oder? Oder Glück plus 10%. Das ist nie... Ist immer gut. Glück, Glück... kann man brauchen. So, Tifa, für dich haben wir auch irgendwann mal Handschuhe gefunden. Mehr physischen Schaden, weniger magischen Schaden. Okay, okay. Nehmen wir mal. Ich würde hier zum Beispiel, ich meine... Es ist ja alles okay. Ich will mich nicht beschweren. Aber ich würde hier einfach auch gern nach unten zu den Materia lenken können. Warum das nicht zusätzlich zu Dreieckdrücken geht. Das sind immer so Kleinigkeiten im Inventar- und Menüdesign. Die verstehe ich nicht und die nerven mich. Weil was spricht denn dagegen? Warum sollte ich denn hier nicht einfach nach unten lenken können? Und dann komme ich ins gleiche Menü wie hier. Wenn ich nach oben lenke, verlasse ich das Menü wieder. Es wäre eigentlich... nix dabei und hätte nur Vorteile. Sodala, aber jetzt, wo die ausgerüstet sind, müssen wir nochmal zu den Waffenmodifikationen, weil wir haben da schon ganz viel, glaube ich, zumindest wieder, oder? Wow! Wow! Ach Gott. Erkenne ich irgendwie, was schon freigeschaltet ist auf einen Blick? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, alles, was nicht freigeschaltet ist, sind diese ominösen Nebel, oder? Ja, so wird es sein. Na dann, Konter. Aktiviert. Physisches Blocken. Aktiviert. Ach, nee, warte mal. Ich verstehe nicht, wie ich aus diesem Kreis rauskomme. Hä? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich muss da nochmal rein, schnell.
hier Eisenklingenkern, aber wo komme ich denn zu einem anderen Kern? Kern wechseln mit der Schultertaste. Ja, machen wir einfach Kern für Kern, oder? Magische Attacke bei hohen TP. Das ist schon sehr spezifisch, aber meinetwegen. Solange wir die WP haben. Die Wonder Power. So, Wonder Power aufgebraucht. Na dann. Barret. Rüsten wir dann eine neue Waffe gleich mal hoch. Ja, da halten wir uns gar nicht lang auf, oder? Das ist was, das ist so, das ist halt wirklich, ne? Wenn man Spiele in einem Let's Play spielt, spielt man die sehr anders, als wenn man sie privat spielen würde. Mir geht's auf jeden Fall sehr stark so. Und das ist so ein Menü, mit dem könnte ich mich privat sehr lange beschäftigen und mir das wirklich alles genau anschauen und rumtüfteln und optimieren und so weiter und so fort. Aber ich möchte halt im Let's Play nicht irgendwie 5 Folgen haben, indem wir nur in dem Menü hier irgendwie Texte lesen, rumklicken, wo ich mit Zettel und Stift hier sitze und irgendwie optimale Verteilungen und sowas mir zusammenschreibe. Nein, das sage ich auch privat. Manchmal nicht. Da möchte ich in solchen Menüs hier immer relativ zügig fertig werden, damit es in den 20-Minuten-Folgen auch was zu sehen gibt. So ist das eben. Gut, WP aufgebraucht. Ausgerüstet sind sie. Materie eingebaut haben wir. Passt, glaube ich, alles, oder? Dann los geht's. Dann geht's los. Ich finde, beides kann man sagen. Beides ist richtig. Marco! Marco! Das ist das, was mir am Schluss der letzten Folge nicht eingefallen ist. Marco heißt das Zeug. Dann ist das hier wahrscheinlich das Marco-Warnzeichen. Ist das der Marco? Dieses, was ich als Wasser identifiziert habe? Ich dachte, Marco ist eher so eine mystische Magie-Geschichte. Aber vielleicht ist das tatsächlich, oder es ist einfach nur Kühlwasser. Ich weiß es nicht. Du bist hier der Experte. Sag's mir. Er redet nicht mit mir. Dann gehen wir zum nächsten Reaktor. Oh, Flashback. Halt an. Marco. Shinra. Sie alle. Ich hasse sie. Alles klar? Oh. Tifa. Wo sollen wir diese Erinnerungssequenz hier einordnen? Was ist mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Dafür hat Jesse gesorgt. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick. Kawum! In Sicherheit? Wo immer das ist. Aha, wir haben also keinen... Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. Warum? Warum nehmen wir nicht den Weg, den hier Bix genommen hat, oder wie der heißt, oder der Wedge, oder wer von beiden das war? Das sah gut aus. Oh, oh. Hey, warte! Das Timing ist zu perfekt. Also werden wir wirklich beobachtet? Ha ha ha!
unserem bescheidenen Heimungeziefer. Euer Gastgeber ist niemand Geringeres als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher, der große Heidegger. Der Anführer Ihrer Armee. Fühlt euch geehrt. Eure perfiden Machenschaften werden nämlich gerade live in ganz Midgar übertragen. Was geht hier vor? Wir berichten live von Reaktor 5. Nach Analyse der Anschlagsdrohung vermutet der Shinra-Konzern, dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet fieberhaft an ihrer Festnahme und der Bombenentschärfung. Zu den betroffenen Gebieten. Live aus den Slums von Sektor 5. Als Reaktion auf die neueste Anschlagwarnung... Sind wir euch eigentlich völlig egal? ...des Shinra-Konzerns eine sofortige... Mach schon, Mach schon! Nach dem verheerenden Anschlag auf Reaktor 1 reagierte die Bevölkerung mit großem Hass... Terroristen! ...auf die Täter und ihre Motive. Terroristen! Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Also dann, die zu Recht aufgebrachten Bürger Midgars haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient. Mit einem spannenden Höhen. Der Blechklotz! Unser neuester Geniestreich hat ein fulminantes Waffensystem. Der Airmaster wird ein Exempel an der Stelle hier. Aber der ist nur ein Hologramm. Bericht des Wartungstrupps. Der Airmaster ist im Augenblick zu 60% bereit. Wir brauchen länger als erwartet. Wir sind auf Sendung. Befehl an das Sicherheitspersonal. Die Eindringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen. Waldos, die nerven mich. Warte mal. Ich hätte die gerne noch analysiert. Oh, ich habe beide noch nicht analysiert. Naja. Nehmen wir erstmal den, der Spezialgegner, den treffen wir nicht so oft wahrscheinlich. Spezialkombatant der Shinra-Sicherheitsbehörde. Elite-Kämpfer, dessen Kampffähigkeiten den gewöhnlichen Kombatanten deutlich überlegen sind. Er kann an Wänden und Decken entlang rennen und aus dieser Richtung angreifen. Aus jeder. Innen aus dieser. Limit! Aber das lohnt sich so gar nicht mehr in dem Kampf eigentlich. Oh, guck mal, wie schön er rotiert in der Luft. Trottel. Schnauze halten! Eindringlinge sofort festnehmen und zum Momentan läuft alles nach Shinras Plänen, was? Ja, die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Nicht mehr lange. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ein Exempel statuieren? Ha! Wir werden den Robo zerlegen! Auch dass Shinra sich in Grund und Boden schämt. Ja, machen wir. Eine Order des Stabschefs! Du hast gerade noch gesagt, wenn der kommt, bleibt uns nichts anderes übrig als flüchten. Üblich. Und jetzt plötzlich. Naja, gut. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Eine Order des Stabschefs. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Ich wiederhole. Liefert das umgehend ab. Der Stabschef wartet nicht gern. Und zur Kommandobrücke abführen. Fracht verladen. Ebene B8, Transport starten. Okay, sind bereit. Ich glaube, die haben wir schon alle gescannt, oder? Ja. Gut.
Wenn das so ist, dann hauen wir alle. Oh yeah, das war aber gerade sowas von Multikill. So, dann lasst uns mal gucken, was die Kerle hier getrieben haben. Barrett, wow, die haben wir kaputt gemacht. Sie befördern die Komponenten des Roboters über ein Liftsystem. Gut zu wissen. Dann lasst uns mal dazwischen funken. Die Fracht könnte zum Beispiel verschwinden. Wie willst du das anstellen? Mit dem Steuerpult des Lifts. Meinst du vielleicht das hier? Weiß ich nicht. Ah, ich muss ihn jetzt mal mit seiner neuen Waffe testen. Wir haben null Schlüsselkarten. Lässt sich der Lift bedienen? Das ist nicht gut. Mit einer Schlüsselkarte. Sucht alles ab! Hier wären Kisten. Ich komme nicht ran. Ah! Fündig geworden? Ja. Sauber! Dieser Heiliger wird sich noch umgucken. Sauber. Sodala, bitteschön, Schlüsselkarte. Hier steht was von M-Einheit. Ist das eine Komponente von ihm? Ja, eine Booster-Einheit, die mit Materialösung befüllt ist. Kannst du was drehen? Ich lenke den Lift zur Entsorgungsstation um. Entsorgung der M-Einheit. Wenn M-Einheiten entsorgt werden, können für den Airbuster vorgesehene Gegenstände erbeutet werden. Dies hat zwar keinen direkten Einfluss auf seine Kampffähigkeiten, aber mit den Gegenständen kannst du natürlich deine Reserven auffrischen. Überleg dir gut, welche Bestandteile du entsorgst. Ach, das hat keinen Einfluss auf seine Fähigkeiten. Das finde ich ja ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ich dachte, man kann ihm dann irgendwelche Moves wegnehmen, die er dann nicht ausführen kann oder irgendwie sowas. Aber gut, dann entsorgen wir mal eine M-Einheit. Die M-Einheit wird entsorgt. Tolles Gefühl. Klappt ja prima. Okay, weiter geht's. Wohin wird jetzt entsorgt? Ich dachte, ich krieg die. Nee. Ja, dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Verstehe ich nicht. Ach so. Naja, Leute, bevor wir jetzt diese Tür hier öffnen, machen wir jetzt für heute mal kurz Schluss. Morgen machen wir dann genau hier weiter. Macht's gut. Bis dann. Ciao.